mein Schiff 2. Wir haben heute Donnerstag, den 10. Mai 2018. Es ist sofort 6 Uhr. Wir sind auf dem Weg nach Split. Wir haben eine Außentemperatur von 17,7 Grad, eine Windstärke von 1 Beaufort und fahren mit einer Geschwindigkeit von 9,1 Knoten. Wir passieren gerade eine kleine schmale Engstelle, kroatische Inseln liegen hier, ich weiß im Moment nicht, wie sie heißen, auf der Backbordseite. Wir haben vor einer halben Stunde zwei Inseln passiert. Die Insel Brak auf der Steuerbordseite und die Insel Solta auf der Backbordseite. Eine ganz enge Passage. Die Passage war so eng wie zwischen diesen beiden Inseln. Jetzt kommt der Lotse. Halte, wie es aussieht, mal auf der Backbordseite. Der Lotse ist jetzt an Bord. Wir kennen eine Aurelia, die auf den Flüssen Donau und Rhein fährt. Ein Flusskreuzfahrtschiff. Er ist schon unterwegs nach Split. Dort hinten ist die Engstelle, die wir passiert haben. Was los? Eine Fähre kreuzt die andere. Eine Fähre fährt vor uns im Hafen. Jetzt wird's interessant. Wer ist zuerst im Hafen von Split? Die Aurelia, die fährt in dem kleineren Hafen, wo auch die Yachten liegen, rein. Da vorne steht Hajduk. Es gibt den Fußballverein hier, Hajduk Split. Wir hoffen mal, dass heute das Wetter sich so hält, wie es im Moment aussieht. Diese Nacht, wie gesagt, hat es geregnet. Hinten ist doch keiner zum Festmachen. Wir haben aber Zeit, meine Herren, da hinten. Mal langsam in die Pötte kommen. Ich muss jetzt über den Zaun klettern. Sehr organisiert, der Schlüssel nicht da.
eben mal wieder unser Captain. Einer ist um den Poller gelegt worden. Unter dem wachsamen Auge vom Captain. Rechts, oder der andere Herr, ist der Lotse. Geht's jetzt los? Wir haben schon einmal versucht, die Fangleine rüber zu schmeißen, aber er hat daneben gegriffen, da war sie weg wieder. Jetzt kommt Versuch Nummer 2. Hat auch nicht geklappt. Ne, hat auch nicht geklappt. Jetzt hat er. Er hat es geschafft. Jetzt habe ich gar nicht richtig gefilmt. Zu hoch. Ist auch nicht richtig, an welchem Poller er soll. Hat ein paar Mal hin und her gezeigt. Nehmen wir den. Jetzt sind ja genug da eigentlich. Jetzt zieht er die Leine hoch. Ich hoffe ja. Er ist nicht in der Probezeit, dann war's das. Also, am Bug ist auch die Leine befestigt. 6.40 Uhr, wir haben angelegt. Von der Aurelia wird die Luke jetzt aufgefahren. So, die Aurelia hat die Luke ausgefahren. Der erste Wagen, der erste PKW hat die Aurelia verlassen. Die Behörde ist schon unterwegs. Der Lotse ist auch von Bord gegangen. Wäre Andiza da. Unser Aus- und Einstieg wird vorbereitet. Die ersten Bikes werden schon an Land gebracht. Es ist jetzt 7 Uhr. Wir haben 8.40 Uhr, wir sind im Atlantik-Restaurant, Platz 5. Nochmal einen kleinen Blick über Split, das ist der Yachthafen. Da hinten müssen wir gleich hin, oder gehen wir hin, müssen brauchen wir hier nichts. Das ist das Schöne hier bei Tour Cruises. Man muss nichts, man kann aber alles. Oder man darf aber alles. Yes. 16 Uhr und 5 Minuten. Wir sind wieder an Deck. Das ist der Springbrunnen, wo wir waren. Uhr. Poolbereich. Werbung zwischendurch. Guten Appetit. Thank you.
von Hajduk Split. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Jetzt müssen alle mal an Bord sein. Um 19 Uhr geht's los. Dann verlassen wir Split. Uhr. Es geht los. Wir legen ab. Uhr 15, wir sind im Atlantik, Deck 6. Gehen wir unten? Das willst du schon wieder was hier machen. Nummer 1 und 2 zur gleichen Zeit. Das gleiche wie gestern.